Ein Archiv ganz anderer Art schuf Albert Atz in den letzten fast 4 Jahrzehnten. Der Chronist hat besondere Ereignisse der Marktgemeinde Kaltern filmisch festgehalten. Ob Filme über den Jahreslauf, über den letzten Tante-Emma-Laden, die Jahrestage der Vereine oder von Einweihungen, alles, was in Kaltern seit 1982 passiert ist, drehte Albert Atz und schuf damit Filmdokumente. Kaiser Franz Josef fuhr am 27. August 1905 in Begleitung von Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und Erzherzog Eugen von Wien kommend mit der Überetscher Bahn von Bozen nach Kaltern, wo er am Bahnhof von der Bevölkerung mit Jubel empfangen wurde. Die im Jahr 1903 eröffnete Standseilbahn auf den Mendelpass hinauf hat es Albert Atz besonders angetan. Er drehte und realisierte viele Filme über die Mendelbahn. In diesem Film spielten unter seiner Regie sogar Darsteller in Kostümen mit. Damals war eben die Qualität nicht so noch. Nicht? Aber ich sage, das Dokument ist da. Nicht? Und das ist schon wichtig. Und ich bin allerweil vorbei jetzt, in meinem Filmarchiv zu wählen, wie man sagt, zu graben, um die VHS-Kassetten zu digitalisieren und die können dann wieder auf die Festplatte speichern oder auf die DVDs brennen. Deren Filmdokumente gibt es viele. Mehrere hunderte sind alphabetisch geordnet und jeder einzelne Film entstand in der Freizeit von Albert Atz, ehrenamtlich. Selbst mit der Kamera auf Motivsuche gehen und bei Veranstaltungen drehen oder das Schneiden und Vertonen. Was macht Albert Atz mehr Spaß? Eigentlich ist Filmen selber. Nicht, weil Filmen, das macht man in ein paar Stunden oder einen Tag. Und das Schneiden, das braucht dann viele Stunden. Nicht, weil ich nehme das auch ziemlich genau. Weil bei mir, nicht, dass ich es hundertprozentig mache, aber ich will es genau machen. Weil hundertprozentig gibt es nicht. Aber wenn man schon etwas macht und der Öffentlichkeit vorführt, dann sollte man halt schauen, dass es wirklich einigermaßen anschaubar ist. Nicht? Und bevor ich es noch endgültig brenne oder abspeichere, das schaue ich in so einem Film oft 30 bis 40 Mal an. Als Schauspieler in Jedermann von Hugo von Hofmannsthal oder in Komödien wie Ein Bett voller Gäste und gerade auch in seiner Zeit als Spielleiter der Theatergruppe Kaltern, hatte Albert Atz immer viele Menschen um sich. Theater und Film sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Nur der Tagesablauf ist für Albert Atz, den Pensionär, immer gleich geblieben. Ich bin ein Frühmensch. Ich stehe meistens schon um 4, 5 auf. Und da nehme ich meinen Kopf noch klar. Ich habe damals einen Theatertext um der Zeit eben gelernt. Und da hat man nur eigentlich keine anderen weiteren Gedanken. Und dann bis um 6, 7, je nachdem, lasse ich es einmal, dann sind andere Sachen zu tun. Und dann kommt es darauf an, wie ich aufgelegt bin, weil ich muss ja nicht. Ich muss nicht auf Druck arbeiten, nicht? Weil, wie gesagt, ich lebe nicht von dem. Nicht? Nachher kann ich das mir reinteilen, wie es mir passt eben. Nicht? In seinen Inhaltsverzeichnissen finden sich die nummerierten Kassetten, wo das Rohmaterial drauf ist, genauso wie die fertigen Filme. In der Gemeinde, glaube ich, habe ich jetzt bei den 125, glaube ich, habe ich schon deponiert. Und im Land habe ich erst voriges Jahr, das heißt eigentlich 16 angefangen, und im Land habe ich bis jetzt 37 abgegeben fürs Landesarchiv. Jänner 2001. Da sehe ich mein Liesele Gottlieb, Mohren der Gottlieb von der Klaas, beim Bund anmachen. 92 Jahre ist er und fast noch älter als wir Jünger. Vor allem gemütlich, aber dafür ausdauernd. 40 Jahre Dorfleben zu Filmen gebrannt. Das ist ein lebendiges Museum. Der da anschneidet, werden zum Anbinden für die Reben verwendet. Heute werden die Reben meistens mit den Plastikmanteln unten. Mit Stativ und der inzwischen 5. Kamera seines Filmemacherlebens ist Albert Atz immer wieder mal in Kaltern unterwegs. Hier hat er als Gemeindebeamter im Lizenzamt der Marktgemeinde gearbeitet. Lange ist es her, seit er als Bauernjunge barfuß und mit blauem Schurz zur Schule gegangen ist.
Damals waren noch nicht einmal die Straßen gepflastert. In den letzten Jahren entwickelte sich die Marktgemeinde an der Weinstraße zur Tourismushochburg. Das ist auch dem Kalterer See zu verdanken, der natürlich, wie die Mendelbahn, ein Lieblingsobjekt des Chronisten ist. Wenn die Vereine zum Beispiel 50, 60 Jahre feiern, wie die Freiwillige Feuerwehr feiert heuer das 140-Jährige. Und da bin ich natürlich immer dabei. Natürlich gibt es auch oft Sachen, die weniger interessant sind, aber da muss man ja auch dabei sein. Man kann nicht sagen, das passt mir nicht. Ne? Sein Film Kaltern im Jahreslauf ist eines seiner aufwendigsten Chronistenprojekte. Und da habe ich zum Beispiel insgesamt 350 Stunden hineingebracht für 35 Minuten. Und auch zum Beispiel, wenn ich mache dann durchs Jahr mit dem Pfarrchor Kaltern und mit der Musik, also mit der Bürgerkapelle ein ganzes Jahr durch, das habe ich sehr gerne gemacht. Nicht? Weil ich habe auch gesehen, na, dass die Leute sie sind interessiert dabei, es gefällt ihnen eben. Nicht? Und ja, so, dann sieht man auch nicht die Stunden, was man gemacht hat. Seit dem Beginn seiner freiwilligen Filmarbeit als Dorfchronist, seit den ersten Videokursen, ist Albert Atz immer mit der Entwicklung der Technik mitgegangen. Sein Motto: Aus Erfahrung wird man klug. Wenn ich dann meinen Chronikfilmabend mache und die sehe, dass der Saal voll ist, das soll ja dann wieder eine Ansporn sein fürs nächste Jahr, für die Zukunft, dass man wieder weiterarbeitet. Weil wenn ich den vorführe, er soll ja nicht nur im Archiv verstauben, nicht? Er soll ja, die Leute sollen das sehen. Ist da auch faul rein? Ist ein Filmdokument von Albert Atz fertig geschnitten und vertont, gibt es eine Vorführung im engsten Familienkreis. Bei der dritten Vespa-Weinrallye fuhren 90 Teilnehmer von Eppern über Missian und nach Kaltern zurück. Das ist ein bisschen Wein und ein bisschen Vespa und ein bisschen Rallye. Von allen ein bisschen. Schwägerin Maria Luise, Schwager Hugo Seppi und auch Ehefrau Gertrud sind die ersten Zuschauer. Ist dem Regisseur und Filmemacher Albert Atz deren Reaktion egal? Das ist mir nicht wurscht. Ich bin schon meistens ein Buch vorher aufgeregt. Aber das ist normal so, nicht? Weil wenn man nicht aufgeregt ist, noch meistens nimmt man es nicht ernst. Das Schöne, in jeder Minute der Vespa-Weinrallye war der Dorfchronist mit der Kamera dabei. Und jetzt bei der Vorführung des Filmes kann Albert Atz schon ein bisschen genießen. Mit seinen Filmdokumenten schafft er Erinnerungen. Erinnerungen, die niemals mehr verloren gehen. Die Archivare. Bewahrer für zukünftige Generationen.